Barrierefreiheit und Inklusion in der Kultur, Schropp spricht mit Betroffenen. Wie steht es um die Barrierefreiheit und Inklusion im Kulturbereich? Jochen Schropp, 44, hat sich persönlich ein Bild davon gemacht. Der Moderator und Schauspieler engagiert sich im Rahmen der Kampagne Orte für alle der Aktion Mensch für dieses wichtige Thema. Im Comedy-Theater in Köln hat er sich mit den Verantwortlichen des Kulturprojektes UN-Label getroffen. Ich war überrascht, wie viele Menschen alleine in der Unterhaltung mit Menschen mit Behinderung überfordert sind, erklärt Schropp im Interview. Dass viele Menschen Angst haben, etwas falsch zu machen, kenne er vor allem, wenn es um Fragen rund um LGBTIQ, Homosexualität in meinem Falle und Woken es im Generellen geht. Darf ich das eigentlich noch sagen, sei eine Frage, die er bis heute immer wieder höre. Jochen Schropp, als Schauspieler interessiert mich, wie es mit der Barrierefreiheit im Kulturbereich aussieht. Ich spreche mit Betroffenen darüber, was verbessert werden kann und muss. Deswegen habe ich mich mit Menschen des Vereins UN-Label im Comedy-Theater in Köln getroffen, um mich über Barrierefreiheit und Inklusion im Kulturbereich zu unterhalten. Schropp, ich habe erfahren, dass viele Theater mit diesem Thema überfordert sind. Wo fängt man an, woran muss man alles denken, und vor allem wie steht es um die Sensibilität der Nicht-Betroffenen im Umgang mit diesem Thema? UN-Label schafft hier mit seinem Projekt Aufmerksamkeit und Qualifizierung, welches von der Aktion Mensch mit über 300.000 Euro gefördert wird. Schropp, manches wusste ich natürlich, aber andere Dinge waren für mich neu. Ich war überrascht, wie viele Menschen alleine in der Unterhaltung mit Menschen mit Behinderung überfordert sind, da ihnen die Sensibilisierung fehlt. Schropp, ich persönlich weiß, dass viele Menschen Angst haben, etwas falsch zu machen, wenn es um Fragen rund um LGBTIQ, Homosexualität in meinem Falle, und Woken es im Generellen geht. Darf ich das eigentlich noch sagen, ist eine Frage, die ich immer wieder höre. Ich persönlich habe den Standpunkt, dass man mich alles fragen kann, wenn die Frage aus einer positiven Neugierde herausgestellt wird. Es liegt an mir, dementsprechend zu antworten. Ich kenne aber auch viele Menschen, die müde sind, immer wieder die gleichen Fragen zu beantworten, weil sie voraussetzen, dass Menschen mittlerweile auch einen eigenen Teil zum Verständnis beitragen müssen. Auf viele Fragen bekommt man ja mittlerweile auch im Internet oder durch Fachliteratur Antworten. Schropp, natürlich stehen wir noch ganz am Anfang, aber queere Schauspielerinnen und Schauspieler werden mittlerweile viel selbstverständlicher besetzt. Ob in queeren Rollen, die ein Selbstverständnis dafür voraussetzen, oder aber auch ganz selbstverständlich als heterosexuelle Figur. Queer zu sein, ist kein Grund mehr, nicht besetzt zu werden. Schropp, ich höre leider immer noch Sätze, die mich in ein Unwohlsein versetzen. Vorurteile, verletzende Worte und Stigmatisierung passieren häufiger als man denkt. Allerdings mache ich die Menschen mittlerweile darauf aufmerksam. Das ist das Schöne, wenn man einmal den Mund aufgemacht hat, macht man es immer wieder. Schropp, mein Mann und ich waren mit unseren Trauzeuginnen in dem Restaurant Mittagessen, in dem wir auch unsere Hochzeit in Berlin gefeiert haben, sind danach noch ein wenig durch die Stadt spaziert und haben danach noch ein wenig die Sonne genossen. Abends sind wir nach sehr langer Zeit mal wieder tanzen gegangen. Unseren Winterurlaub haben wir ja in Kapstadt verbracht und haben dort viele Orte besucht, die wir auch unseren Hochzeitsgästen gezeigt haben. Wir haben also schon vor Monaten in Hochzeitserinnerungen geschwelgt. Schropp, auch nicht anders als nicht Verheirateter, außer, dass ich ab und zu panisch meinen Ring suche, weil ich ihn für Schauspielprojekte natürlich ablegen muss.